Wir sind im Schwarzwald und diesen Stellplatz hier mitten im Nichts. Das heißt total remote hier am Waldrand mit einem eigenen See, das werden wir gleich mal zeigen. Den kann man für ganz kleines Geld mieten für eine Nacht und ist ja mitten im Schwarzwald ganz alleine, vielleicht noch einer dabei. Aber wenn ihr das Ganze natürlich mit zwei Fahrzeugen macht, so wie wir das jetzt gerade belegen, dann habt ihr das ganz alleine. Und der Peter ist hier von Camperland und wir werden heute mal ein bisschen was über die Story von diesem tollen Stellplatz erfahren. Das ist also ein zugelassener Stellplatz hier im Schwarzwald. Und der Platz ist so groß, dass man auch wirklich sich ein bisschen aus dem Weg gehen kann. Wir haben auch mal so ein kleines Setup aufgebaut. Peter kennt nämlich diesen Platz. Daneben ein großer Baum, der so groß ist, dass ich jetzt mal gerade ein Stück zurückgehen muss, wo man also auch drunter stehen kann. Und ja, all das darf man in Deutschland. Es muss also nicht immer der große Campingplatz sein, wo wir hier mit dem Etrusco stehen oder mit dem California, sondern hier passt auch wirklich ein 10 Meter langer Liner auch drauf. Und man ist ganz für sich alleine, kann hier Urlaub machen und auch ein paar Sachen mitbenutzen. Hallo Peter. Hey. Grüß dich. Hey Sven. Du bist der Chef von Camperland. Ihr habt vor Jahren mal ein Portal eingerichtet, das explodiert gerade. Es ist immer noch ein Geheimtipp, denn anders wie die großen Portale habt ihr spezialisiert auf solche Plätze hier. So oder so ähnlich sehen ganz viele Plätze aus. Und das Ganze von der Nordsee, der Ostsee bis hier in den Schwarzwald. Und bis weiter nach Süden. Es geht bis nach Italien, Frankreich, Spanien. Wir haben im Prinzip europaweit. Schwerpunkt ist jetzt der deutschsprachige Raum. 3000 im Moment Plätze. 3000 solcher Stellplätze wie dieser hier. Die Zahl wächst täglich und das sind private Stellplätze, also legale Möglichkeiten mit dem Wohnmobil, mit dem Camper zu stehen auf Privatgrund. Hier ist Stefan, das ist zum Beispiel Stefans Hof, auf dem es diese Stellplätze auch gibt und die kann man auf camperland.de buchen. Ja, Stefan, wir sind im Schwarzwald. Heute ist der, ich gucke mal auf die Uhr, der 3. Juli. Es ist immer ein bisschen frischer als unten im Tal. Also hier hast du immer einen Wind, der geht. Jetzt zurzeit haben wir 19 Grad, wir sind mitten im Hochsommer. Das ist sehr angenehm hier, oder? Ja, ist sehr angenehm. Also wir haben im Sommer oft bis 25 Grad. 30 Grad ist doch eher selten, Gott sei Dank für mich, weil ich mag es nicht so heiß. Und wenn die Freiburger unten bei 35 Grad schwitzen, haben wir 30. Und ist dann schon ein bisschen angenehmer bei uns einfach, ja. Wir sind im Schwarzwald, echt Schwarzwald. Du bist der Initiator von Schwarzwald Wagyu. Genau. Da geht es um diese Rinder, die irgendwie gestreichelt werden und dann dieses tolle Fleisch ergeben. Wenn du mal gerade so lieb bist, nochmal drüber wischst, genau, dann können wir nochmal zeigen. Die schöne Marmorierung, das ist eben das Typische am Wagyu, dass es so marmoriert ist und dass sich das Fett praktisch in feinen Adern durch das Fleisch durchzieht. Und außerdem ist das Fett wahnsinnig gesund, viel Omega-3, also auf Lachs- und Makrele-Niveau. Und auch Linolsäure mehr als normal, bei normalem Rindfleisch und somit also cholesterinsenkend und sehr gut fürs Herz-Kreislauf-System. Ja, das Fleisch kann man bei dir kaufen. Der Hof ist nicht dabei, das ist ein Privathof. Aber wir haben hier einen See, den können wir uns gleich mal angucken. Der ist wirklich stark, aber es gibt auch eine Wiese hier und die hat eine Story. Ab und zu mal sind da ganz viele Zelte. Genau, wir machen hier also auch Camps. Spiritueller Art oder auch zur Persönlichkeitsentwicklung für Jugendliche, für Kinder. Also was eben hier so passt, keine Alkoholpartys, aber eben haben wir schon recht große Camps hier gehabt. Da stand auch schon ein großes Tipi da hinten und wir haben dort unten so ein kleines Backhäusle, sieht man. Und da um den Baum rum, da kann man sich dann versammeln. Wir haben Dusch- und Toilettenwagen und sind also von der ganzen Infrastruktur her auch so ausgerüstet, dass wir das hier gut machen können. Darf man fragen, wann du geboren bist? In welchem Jahr? 78. 78, ich bin 68. Früher gab es noch bei uns 80er Jahre, gab es so richtige Feriencamps, Pfadfinder. Mhm. Da waren wir in Baumhäusern. Ich war selbst bei den Pfadfindern. Ist das so ein bisschen back to roots? Ja, durchaus. Also wir wollen auch, dass der Kontakt zur Natur eben wieder da ist, ja. Und wir haben auch Pfadfinder hier schon gehabt und wollen auch nächstes Jahr wieder kommen. Aber es sind so ganz unterschiedliche Gruppen, die hier kommen. Was wir auch machen, sind Hochzeiten. Das heißt, wir können ja so bis 100 Leute hier auch große Hochzeiten feiern und ausrichten.
haben dafür alles da und es ist einfach ein wunderbarer, schöner Ort hier, um gut zu feiern. Wo schlafen die Hochzeitsgäste? Die schlafen dann entweder im Hotel oder sie zelten. Zelten. Wir haben auch eine kleine Ferienwohnung, die kann man auch sonst mieten. Und wenn hier eine Veranstaltung ist, dann kann das Brautpaar zum Beispiel sich auch die Ferienwohnung mieten. Ja. Ist das deine Wiese? Das ist meine Wiese, ja. Das ist stark. Das ist auch mein Wald da hinten. Dein Wald. Das ist geil. Genau. Ja, du warst mal erfolgreicher Unternehmer. Das muss man sagen. Du bist ein bisschen in dich gekommen. Das war schon immer so oder warst du auch schon mal auf der Überholspur? Ja, ich war schon mal auf der Überholspur und ich versuche natürlich immer noch erfolgreich zu sein, jetzt mit Wagyu. Vorher war ich IT-Unternehmer, habe viel mit E-Commerce gemacht, habe die Firma Yatego großgezogen und dann verkauft. Und davor hatte ich viele andere kleine Firmen, die eben nicht ganz so groß geworden sind, aber die eben dahin geführt haben. Das ist so, also ein anderes Leben jetzt. Das willst du den Leuten noch ein bisschen wiedergeben. Ich habe eben aus Spaß gesagt, das ist nicht skalierbar, das Geschäft. Man muss händig mit den Leuten umgehen. Es ist kein Internetgeschäft. Man darf. Und das bedeutet, du machst das nicht, um, ich sag mal, die nächsten Millionen vielleicht zu verdienen, sondern das Ganze macht dir große Freude. Mir macht es vor allem Spaß. Ich habe schon immer gemacht, was mir Spaß macht, aber beim letzten Mal ist es mir ein bisschen zu stressig geworden. Das möchte ich nicht mehr so handhaben. Jetzt mache ich mehr unterschiedliche Sachen und möchte natürlich mit dem Wagyu auch Geld verdienen, ist klar. Und wie läuft's? Das läuft sehr gut. Also wir haben jetzt gerade letztes Jahr gestartet und haben jetzt über 50 Tiere. Die leben in Japan? Nein, die leben hier im Schwarzwald. Die kommen alle aus dem Schwarzwald, sind Weidetiere. Ich selber bin kein Landwirt, aber ich habe 3 Landwirte, die die Tiere für mich großziehen. Und entsprechend. Jetzt mal eine blöde Frage. Sind das normale Rinder, die man nur streichelt und dann wird das Fleisch so? Oder wie funktioniert das? Man muss die noch nicht mal streicheln, dann werden die so. Das ist also, sind wirklich ganz normale Rinder. Die sind auch robust, die können auch im Winter draußen bleiben. Das ist aber eine spezielle Rasse. Ist eine spezielle Rasse. Ist eben Wagyu ist die Rasse. Das ist ein japanisches Fleisch, japanische Rasse. Und das Besondere ist eben diese Marmorierung. Das ist aber genetisch bedingt. Das kommt dann einfach mit dem Alter. Und mit der Fütterung. Die dürfen alt werden? Die dürfen alt werden. Also normalerweise das Rindfleisch, das man im Supermarkt kriegt, ist vielleicht 2 Jahre alt geworden. Bei uns sind es 4 Jahre. Das heißt, die hatten auch echt ein schönes Leben auf der Weide. Du hast einen coolen Deal gemacht. Also bei Leuten, die einen Hof zum Beispiel haben, keine Rinder mehr, die fragst du dann, hast du nicht mal Lust? Du kriegst von mir so eine Art Betreuungsgebühr, wie bei älteren Herrschaften gibt es ja diesen ambulanten Service. Ja, genau. Und da zahlt man auch pro Tag was und da machst du das so ähnlich und die Landwirte, die haben da richtig Freude dran. Genau, das sind also hauptsächlich Landwirte, die mit der Milch aufgehört haben und dann auf Rinder gegangen sind, was eigentlich viele machen, aber mit Wagyu kann man ein bisschen mehr verdienen. Und das ist halt auch das Schöne, dass die Landwirte auch davon leben können. Und ja, das sind Pensionstiere, sagt man. Das heißt, ich zahle eben eine Tagespension. So, die müssen auch nicht gemolken werden, denn es geht nicht um die Milch. Das heißt, sind die männlich-weiblich, die Tiere? Das mischt sich einfach. Die sind männlich und weiblich. Ja. Wir haben eben 3 Deckbullen, die für die Genetik zuständig sind. Und alle anderen dürfen einfach leben. Dürfen die auch selber ran, die Bullen? Oder werden die... Die dürfen gemolken. Selber ran. Nein. Die dürfen selber ran? Ja, die dürfen selber ran. Die dürfen draufsteigen. Natursprung nennt man das. Nee, ich kenne das ja bei den armen Bullen, die werden dann handgemolken, keine Ahnung, wie das geht, aber die dürfen noch drauf. Bist du da schon mal dabei? Ist das spannend, wenn man erlebt, dass das Ganze wieder praktisch einen Weg rückwärts geht? Also nicht mehr so die große Industrie. Also industriell möchte ich sowieso nicht sein. Ja, viele meiner Mitbewerber machen das so. Da wird mit Spermien gearbeitet, mit Embryonen und so weiter. Ich möchte diesen Natursprung haben. Ich habe das auch schon mal gesehen, allerdings sieht man das wirklich sehr, sehr selten. Das geht Hat der Spaß? Ich glaube schon, ja. Also der Bulle ist sowieso sehr, sehr gut. Ja. Also der hat schon in einem zarten Alter, wo wir dachten, das geht noch gar nicht, der kommt noch gar nicht auf die großen Kühe drauf, hat er das schon irgendwie hingekriegt. Ja. Sehr schön, dass wir darüber geredet haben. Ja. Ich zeig mal, das zu ist. Camperland. Genau, zurück zu Camperland. Bitte, wenn ihr mal gerade links bleibt, den Platz mal gerade ein bisschen Raum lassen, dass ich dir mal zeigen kann. Der ist sehr groß, also der sieht so klein aus. Das Auto links ist ein Etrusco, hat 7 Meter Länge. Das heißt, man würde auch einen kleinen Liner drauf kriegen, so mit 11 Metern, der würde auch drauf passen. Es ist gedacht für zwei Fahrzeuge, üblicherweise. Wir vermieten es immer nur an einen. Also achso, habe ich ganz alleine. Kommen. Genau, also wenn man das jetzt bucht auf Camperland, dann hat man diesen Platz für sich alleine. So, das heißt, ich könnte auch mit 2 Fahrzeugen kommen. Das ist ja so. Bei dir ist es so, kostet wahrscheinlich die Person nochmal extra, der Beifahrer extra, der Hund wird extra abgerechnet. Also es sind immer 2 Personen mit drin, es sind dann glaube ich 28 Euro
Und Kinder über 12 zahlen dann nochmal ein bisschen was extra. Oder wenn also fair. Erwachsene kommen. Absolut fair. Ja. Habe ich Strom auf Wunsch? Genau, es gibt ein Stromkabel, das hier liegt. Und am Haus gibt es Wasser. Das zeigen wir dann immer, wo es das okay. Wasser gibt. Cool, ansonsten bin ich mittendrin. Und wir zeigen nochmal gerade das Fleisch. Und wenn du mal kurz mitkommst, das Rindfleisch kostet 80 Euro das Kilo. Aber das ist ja das Coole in der Marktwirtschaft, wenn es dafür keinen Markt gäbe, wird es ja liegen bleiben und du verkaufst das Fleisch sehr gut. Genau, das verkauft sich sehr, sehr gut, weil es eben so lecker und gesund ist und weil es eben so natürlich aufgewachsen ist, wie wir das eben machen. Das ist eben wirklich so, wie es eigentlich sein sollte. Besser kann man Fleisch nicht erzeugen, wie wir das tun, meiner Meinung nach. Und ja, vor allem die Burger sind sehr, sehr beliebt auch, weil da kann man nichts falsch machen. Oftmals hat man ja so Angst, wenn man jetzt so 60 Euro für so einen Steak ausgegeben hat, dass man das dann verbrät und dann ist es kaputt. Da geben wir natürlich auch eine Anleitung dafür. Bei den Burgern ist das halt total easy. Ja, und das kauft man online, ne? Und das kauft man bei uns online und wir verschicken das dann in diesen handlichen Paketen. Kommt es dann frisch gefroren, Tiefkühl. Und das hält. Kommt es gefroren bei dir zu Hause an. Ja. Wie funktioniert das, dass es gefroren ist noch zu Hause? Ja, das sind so Isolationsmatten drin. Das kann man dann alles im Altpapier entsorgen. Und Kühlelemente und dann eben das Fleisch. Ja, ist auch ein Dienstleister, der dafür sorgt, dass es dann nicht auf der Poststelle liegen bleibt. Ja, genau. Weil, oder eine Postkarte also, hinterlegt. Wir versenden also mit GoExpress, das geht overnight. Kenn ich. Ja, ist ein geil. Das heißt, das wird händisch übergeben. Das wird händisch übergeben und kommt also ganz sicher an. Ja. Sehr cool. Also Schwarzwald Wagyu. Komm, genau. wir zeigen mal den Platz. Wo sind wir ungefähr? Was ist so die nächstgrößere Stadt hier? Also die nächstgrößte Stadt ist St. Georgen im Schwarzwald, wo früher die Dualplattenspieler herkamen. Manchen sagt es noch was von den Älteren. ansonsten Villingen, Schwenningen, Rottweil, Triberg. Die Triberger Wasserfälle sind hier ganz in der Nähe, wo man also was ein beliebtes Ziel ist. Und man kann eben von hier aus direkt von diesem Platz hier aus wunderbare Wanderungen machen. Mountainbike, oder? Mountainbike geht auch sehr, sehr gut hier. Ja, ja, das ist wirklich so. Also ich habe ein unglaublich gut ausgebautes Wander- und Mountainbike-Netz. Und gerade hier, da gibt es immer viel zu sehen. Sag mal, Kurtaxe, gibt es das hier? Musst du die abdrücken? Ja. Für diesen Platz hier nicht. Nee, für den jetzt nicht. Das ist ein Stellplatz und sagen wir mal so, wir gucken mal gerade so, kann ich das hier liegen lassen oder kommen jetzt Leute und klauen das hier im Schwarzwald? Nee, weil hier sind keine Leute. Hier ist man wirklich allein auf diesem Platz. Ja, da kommt niemand vorbei, der klaut gar nichts. Ist das eine Privatstraße hier, oder? Ist eine Privatstraße, da läuft niemand vorbei, da kommt niemand. Krass, ich bin ganz alleine. Du bist aber so ein Typ, du kommst alle, ich glaube, 45 Minuten vorbei und sagst mal Hallo. 30 Minuten. Nein, ich komme einmal am Anfang und einmal zum Schluss. Ansonsten sieht man dich nicht. Ansonsten sieht man uns eigentlich nicht. Okay, das ist vielleicht auch wichtig, weil viele Leute wollen vielleicht mal keinen Anschluss, wenn man hier steht, wollen mal ganz alleine sein, zu sich kommen. Und das bietet ihr an. Also ohne Anschluss, ohne Familienanschluss. Ohne soziales, enges Leben. Also Campingplätze sind schön, da mag man gerne drauf gehen, wenn man sozial leben möchte, Leute kennenlernen möchte. Mein Vater geht gerne auf Campingplätze, weil er da ständig Kontakt mit Leuten hat. Manchmal möchte man aber auch keinen Kontakt, sondern einfach nur in der Natur sein. Hier unter, was ist das für eine Buche da, unter der irgendwas Buche sitzen und ein Buch lesen. Ich kenne den Platz länger, als es Camperland gibt. Ich habe ja Camperland mitgegründet und ich war hier schon, ich kenne Stefan, wir sind gut befreundet mit meinem Bus, also auch schon in deiner Ferienwohnung, aber tatsächlich ganz oft mit meinem Bus und habe hier am Wald geschlafen und es genossen, einfach im quasi Freien zu sein. Also hier ist nichts, ne? Man hört, hier fährt kein Auto vorbei, hier kommen keine Wanderer vorbei, hier ist Vogelgeräusch, Windgeräusch und das war's. Cool. Und das Ganze sogar sehr gut anzufahren, also auch mit Fahrzeugen ohne Allrad, das geht. Kurze Fragen, Stechmücken viele? An manchen Jahren hat es Stechmücken, dieses Jahr zum Beispiel gar keine. Gar keine. Diese Tiere, die die Beine hochkrabbeln, dich beißen, wie heißen die nochmal? Zecken. Zecken. Gibt es ja, Zecken? Zecken gibt es hier, ja. Okay, also ein bisschen aufpassen, wenn man hier lang geht. Wir gucken uns das mal an. Das ist das Fleisch. Und das Coole ist, kann ich bestellen. Soweit, so gut, kommt mal mit. Und dann natürlich auch hier dann kaufen, wenn man hier ist. Kann man kaufen. Ja? So, das heißt, du hast mehr als die drei Pakete da. Ja, genau. Ich habe immer ein bisschen was da. Und wenn man eben hier ist und sich was grillen möchte, kann man es hier auch direkt kaufen. Okay, du bist nebenan, das rote Dach ist dein Haus, da hinter den Bäumen. Ja, das ist mein Backhaus, aber das große Haus ist dann mein Haus. Ist aber schön weit weg. Das heißt also, okay, sehr schön. Also, Preis hier nochmal, haben wir eben erfahren, um die 28, 30 Euro, sowas in der Art.
Und ist da eigentlich eine Mehrwertsteuer drin bei dir, wenn du das abgibst? Wie viel ist da drin? 19%? Gute Frage, ich glaube 19%. 19%? 7? Ich weiß es gar nicht genau. So, Klammer auf, du bist Landschützer? Wie war es nochmal? Ich nenne mich Landhüter, weil ich dieses Land hüte. Es sind 11 Hektar, die um mein Haus rum sind. Und ich habe irgendwie das Gefühl, Natur kann man eigentlich nicht besitzen. Insofern hüte ich dieses Land. Ja. Landhüter. So, ich zeig mal da vorne. Was ist das für ein Baum? Eine Linde? Das ist eine Birke, eine sehr alte Birke. Ja. Ich hätte es fast nicht erkannt. Ja, weil die unten schon, ist sie eben nicht weiß, aber oben an den Stämmen sieht man das, dass sie, da wo sie frisch aussieht, da kommt sie. Ist sie weiß. Ja. Ich liebe Birken, weil die so schnell wachsen. Ja, das ist, die meisten hassen sie, aber hier darf sie sich frei entfalten. So eine alte Birke hat man selten gesehen. Also die. Dann ist hier ein kleiner Weg. Du hältst den Weg auch frei? Ja, der Weg, der wird immer gemäht und da kann man auch hier überall ein bisschen rumlaufen, kann den Ort hier ein bisschen erkunden. Man findet immer wieder so einen kleinen Weiher irgendwo oder hier hat es Brombeeren. Schöne Brombeeren, die kommen jetzt dieses Jahr auch wieder ganz toll. Die darf ich aber nicht pflücken, das sind ja deine. Ja, da darf man schon mal ein paar so essen. Aber jetzt Leerernten tun wir es dann gerne selber. Okay, also das habe ich verstanden. Da sind aber so viele, da müsste ich ja schon richtig viel essen. Aber das Schöne ist, du hast jetzt mal ein Buch dahin gelegt. Du liest eigentlich nicht, aber du hast ja ein Buch geliehen in der Bücherei. Du liest sehr wohl. Das ist über Syrakus auf Sizilien, ein Buch, was ich sehr liebe. 2/3 habe ich schon gelesen. Ganz neues Buch von Joachim. Von wem? Sag mal, jetzt haben wir gerade. Joachim Sartorius, der auch dort eine Wohnung hat und ganz schön beschreibt, wie es in Ortigia so ist, in der Altstadt von Syrakusa. Was das krass ist, ihr seid für mich voll die Vorbilder, ja. Ich lese nicht, ich gucke abends Netflix und auch keine Nachrichten. Ich bin voll der Banause. Ihr seid ja voll die. Du bist zusammen mit Schamanen, du machst Lager. Da ist ja jeder anders. Also man muss ja schon sagen, dass hier vielleicht passt der Stellplatz nicht für alle. Also das ist genau das Gegenteil von, ich sag mal, Treffen, Rosé abends, Stellplatz nebeneinander stehen. Das hier ist es nicht. Das hier ist Natur, Stille. Ja, und man muss jetzt auch keine Angst haben. Also wir vermieten den Stellplatz nur, wenn hier keine Schamanen sind. Ja. Also hier passiert dann auch nichts. Wenn man da ist, dann ist auch sonst niemand da. Und das ist natürlich, dann hat man hier schon seine Ruhe. Schamane, was? Reh bellen. Das gehört, ein Reh im Hintergrund aus dem Wald hat gebellt. Gebellt? Klingt so ein bisschen wie ein Hundebellen, wie ein heiserer Hund. Okay. Ja, oder wie ein Fuchs. Also Rehe und Füchse sind tatsächlich schwer zu unterscheiden. Ja. Krass, hier gibt es ohne Ende Wild. Ich bin ganz beeindruckt. So, und das ist ja, guck mal hier mal da, allein darüber, das ist so ein schöner Ort. Wir gehen mal runter. Also ich wollte dich jetzt eben nicht dissen damit, dass du mal ein Buch gelesen hast. Das liegt daran, ich habe nicht nur ein Buch gelesen. Du hast nicht nur ein Buch gelesen. Deine Frau ist nämlich gerade in Italien. Du hast viel Zeit für dich und hast dann gesagt, hey Sven, ich komme gar nicht mehr mit mir klar selber. So ähnlich, ja. Sie ist, was für ein Zufall, in Syrakusa gerade, das stimmt. Und Opernleiterin? Die ist Intendantin vom griechischen Theater dort, zum riesigen Amphitheater, ein ganz schöner Ort, ein ganz, ganz toller Ort. Ein Intendant ist die Chef von der Oper? Chefin vom, in dem Fall, Theater. Vom Theater, okay. Da ist es drin, das heißt, du hast viel mit Kultur und Kunst zu tun. Ist das so eine, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ist das so eine Grenze, eine scharfe Grenze zwischen Dichtern und Denkern, so wie du, und Leuten wie mich, die abends Netflix gucken und Butterbrot essen? Ich glaube nicht, nein. Du bist ganz normal. Nein, wir sind beide nicht normal. Weil ich finde den Platz total schön. Es ist aber so, hier kommen Leute an die Grenze. Wenn ich mal so 3-4 Tage hier bin mit meiner Frau ganz alleine. Internet gibt's hier? Mobilfunk. Wenn du LTE hast, hast du hier sehr guten Empfang. Ja. Okay, leider. So, das wäre schön, wenn es mal nicht so wäre. Und da unten ist ein See, der ist fast zugewachsen, oder? Ja, genau. Weiher. Zugewachsen, das ist so ein alter Löschweiher. Und ist jetzt Biotop eigentlich, ja. Das ist hier Vorschrift, glaube ich. Man muss immer, ich sag mal, genug bereithalten. Hast du selbst eine eigene Quelle? Ich habe eine eigene Quelle und schon im eigenen Interesse hat man eigentlich so einen Löschweiher. Gut, falls mal irgendwas passiert. Und das ist, boah, ist das schön hier. Ja, das ist einfach voll mitten in der Natur. Und hier kann man also überall auch ein bisschen durch die Wälder streifen und das einfach genießen und aufsaugen. Das ist einfach ein wunderschöner Ort.
So, da ist eine kleine Bank. Wenn du dich mal gerade für das Fotofinish hinsetzt. Sehr schön. Die Dichter und Denker. Nein, aber wir machen uns jetzt so lustig. Zum ersten Mal auf dieser Bank. Also ich habe schon das Gefühl, seitdem es Internet gibt und E-Mails, das E-Mail und WhatsApp und hast du alles nicht gesehen, jeder erwartet, dass man sofort reagiert. Kommen Leute runter überhaupt? Schaffen die das? Ich tue es, ich brauche es, ich muss es manchmal. Also ich hoffe, die anderen tun es auch. Und dafür gibt es eben die richtigen Orte. Das ist ja auch die DNA von Camperland am Ende, solche Orte zugänglich zu machen. Es gibt ja viele, die mit ihrem Bus, mit ihrem VW-Bus einfach so salopp gesagt in den Wald fahren und dann da übernachten. Und das ist halt nicht gut, das ist nicht legal aus gutem Grund. Das ist an vielen Orten einfach nicht erlaubt, zum Beispiel im Wald oder im Naturschutzgebiet. Und was wir bei Camperland gemacht haben, ist, solche Orte zu erschließen, wie diesen hier auf der Ecken, heißt der im Schwarzwald bei St. Georgen. Auf der was? Auf der Ecken. Auf der Ecken mit CK. Richtig, so heißt der Hof. Und da haben wir jetzt Tausende und es gibt wirklich viele davon. Und für mich ist das perfekte, der perfekte Ort für ein Wochenende, für ein wirklich entspanntes Wochenende. Guck mal hier, bitte mal Ruhe. Kommt aber aus dem Lautsprecher. Es kommt nicht aus dem Lautsprecher, das kommt aus den Vogelkehlen. Weil das ist der, wir sind ja unweit hier, Europapark Rust ist gar nicht so weit weg. Und da kommt sowas aus dem Lautsprecher. Da werden Ortschaften, da gibt es dann Paris und Finnland und hast du nicht gesehen. Das hier ist so echt das Gegenteil. Und es ist auch viel günstiger. Also wenn ich in den Europapark gehe mit drei Kindern, krass, das heißt, man kann wandern gehen, die Kids können sich hier frei bewegen, sie werden nicht totgefahren? Die werden hier nicht totgefahren, die können da auf der großen Wiese Fußball spielen und ansonsten haben wir natürlich keine Achterbahn oder sowas wie im Europapark. Ne? Das können wir leider nicht mitbieten. Ne? Gibt's Waldwege, kann man den Wald erkunden? Ja, man kann hier überall durch den Wald und Waldwege erkunden und hier überall wandern gehen. Das ist einfach auch eine super schöne Umgebung, die weitere Umgebung zum Spazierengehen und zum Wandern. Ist schon traurig, dass man den Leuten erklären muss, was ein Wald ist und Natur mittlerweile, aber es ist einfach, gibt so viele Angebote mittlerweile, sich abzulenken. Also von der PlayStation über, wie gesagt, Netflix, alle Mediatheken. Aber es gab es ja früher alles nicht, als ich jung war. Ja, wir haben das oftmals bei den Camps, wo dann keine Handys erlaubt sind. Und so nach 3 Tagen, also wenn so ein Camp so eine Woche dauert, so nach 3 Tagen fangen die Kinder im Wald an, mit Tanzapfen zu spielen und Wege zu bauen und Städte zu bauen. Und da kommt die ganze Kreativität ganz schnell zurück, sich mit allem Möglichen zu beschäftigen, nur nicht mehr mit Handys. Ja? Und das ist schon ein Riesenvorteil. Dann. Ich dachte mal, ich habe ein Richtmikrofon dabei. Ich halte mal gerade hier oben auf die Tannen. Da ist so ein, der Wind streift hier durch. Wind ist laut im Wald, ja. Ihr könnt das hören. Aber Bären gibt es nicht mehr im Schwarzwald, oder? Mit E schon, mit Ä nicht mehr. Nicht mehr, aber ich glaube, du hast mir erzählt, im 17. Jahrhundert, ich glaube, der letzte Am Todesjahr von Johann Sebastian Bach ist der letzte Bär, Schwarzbär, im Schwarzwald erschossen worden. Ich weiß nicht, was trauriger war, ist beides traurig. 1750, bis dahin gab es hier Bären. Datum, wann war das? 1750. Nee, der Tag. Das weiß ich nicht. Dichter und Denker, sage ich nur. Ich habe es irgendwann mal gelesen. Ich zeige mal gerade, das hier hast du nicht gemäht und so sehen Ähren aus, wenn man sie wachsen lässt, also bis sie umfallen. Richtig, genau, die dürfen hier wachsen, die werden nur einmal im Jahr gemäht. 1,80 Meter. Ich zeig das mal, hier 1,80 Meter. Ich bin 1,85 Meter. Boah, ist das schön. Dein Tipp gegen Zecken, gibt es da Sprühmittel oder kann man sich da einsprühen? Ja, es gibt ja so Chemikalien, die man sich auf die Haut machen kann. Das Beste ist, sich einfach abends abzusuchen, ausziehen, angucken. Kann man eh ab und zu mal machen, auch bei der Frau gegenseitig. Ganz schön, wenn man da eh in der Natur ist, dass man das dann so kultiviert. Nee, das nehme ich zurück. Sag mal, man kann in den Weiher rein, kann man da schwimmen? Ja, wenn man uns fragt, dann zeigen wir das gerne. Es ist das ist dann noch mehr Naturerlebnis, weil da steht man unten dann auch im Schlamm. Und muss so, da passiert aber so nichts, da kommt kein Molch von unten, beißt da ein. Ja, oder kann schon mal ein Fisch kommen, der vielleicht knabbert oder so. Wenn man
kann schon passieren. Ich stand einmal da drin, so nach der Sauna, und dann kamen zwei Enten angeflogen und landeten vor mir. Also das kann auch sehr schöne Erlebnisse sein. Ist mir im Pool passiert, ja. Also wir haben einen großen Pool und dann sind dauernd Enten da gelandet, nachts. Die haben nachts sich da immer totgesoffen in dem Pool. Und ja, ist ja klar, war ja trocken und dann der Pool. Und mein Gott, ich konnte eh nichts gegen machen, ja, weil die sind trotz Zaun sind die da reingelandet. Akrobaten. Ja, cool. Das, da vorne, das sind auch Birken, ganz viele, oder? Sind das Buchen? Das sind Ebereschen. Schande. Vogelbeeren. Also da machen wir zum Beispiel auch Marmelade und Saft davon. Ja, früher hieß es immer, jeder hat es, glaube ich, gehört, dass Vogelbeeren giftig sind. Stimmt aber nicht. Ist wahnsinnig gesund, kann man direkt vom Baum essen. Nur mehr wie eine tut man wahrscheinlich nicht, weil die so wahnsinnig bitter sind. Und wenn sie dann einmal in der Gefriertruhe waren, dann sind sie erträglich und dann kann man da wirklich super gesunde Marmelade und Säfte davon machen, was wir auch tun. Wow. Und das kann man auch kaufen bei euch, ne? Ihr habt so ein paar Sachen. Das kann man bei uns auch kaufen. Wir haben so ein paar Erzeugnisse, die wir hier... Wie läuft das? Ist da jetzt ein Selbstbedienungsautomat vor der Tür, oder? Nee, da fragt man uns dann. Wir haben so einen kleinen Shop an der Ferienwohnung. Da fragt man uns einfach, was habt ihr gerade da? Wir haben nicht immer alles da. Du hast das dreimal Ferienwohnung gesagt. Ist die für jedermann oder ist die nur für... Ja, die kann jeder buchen auf derecken.de. Auf der Ecken? Auf der Ecken. Also nicht auf den Ecken oder auf der Ecke, sondern auf derecken.de und da ist unser Buchungskalender auch, da kann man das dann eben buchen und sich auch genau anschauen. Es ist wirklich eine sehr schöne alte Schwarzwaldwohnung, so wie man eben früher gewohnt hat, 1906. Sehr, sehr tief, die Decken. Nee, tatsächlich nicht. Also wir haben normale Deckenhöhe, aber die ganze Ausstattung ist eben mehr oder weniger original und ist einfach ein ganz uriges Gefühl, was man sonst eigentlich in der Ferienwohnung nie hat. Wir sind ein gutes Team mittlerweile. Ich hatte nämlich eine Stechmücke am linken Arm, ich konnte mich nicht wehren. Und ich habe sie heimlich von hinten weggemacht. Ja, vielleicht nochmal kurz. Camperland ist eine Herzenssache für dich. Ist eine Herzenssache. Hat sehr lange jetzt gedauert. Ich habe es gemacht, weil ich es selber haben wollte. Also ich bin selber gerne auf Wanderparkplätzen über Nacht gestanden. Ist immer so ein Graubereich und dann ist die Versuchung auch groß, irgendwo zu stehen. Und das sollte man wirklich nicht tun. Und wir auf Camperland sind auch sehr beliebt bei den Behörden, weil wir ziehen quasi mit unserem guten Angebot, wir ziehen nicht die Camper aus dem Wald, die Wildcamper, aber wir bieten ihnen eine legale, richtige Alternative. Und das sind solche Orte wie hier, wo man wirklich auch in Ruhe sein kann, weil man weiß, es schickt einen keiner weg und man hat das Recht, hier zu sein. Also für mich ein Grund mehr, einen Camper zu kaufen. Mhm. Ich könnte gar nicht nachts übernachten. Also ich bin ja jetzt hart gesotten, fahre ja mit Fahrzeugen, wo ich 4 Meter hoch bin, da kommt keiner ran. Wo du aber nichts gegen machen kannst, ist, wenn der Förster nachts um 3 Uhr dir ins Fenster leuchtet, da könnte ich gar nicht ruhig schlafen, wenn der irgendwie da ist. Aber zu Recht, ich kann mich ja nicht irgendwo in den Wald stellen und dann am besten noch Feuerchen machen. Und ja, das geht natürlich nicht. Insofern ist schon gut, dass man solche Plätze einfach ausweist, die ganz naturnah sind und man dort einfach seine Ruhe hat. Und dort einfach sein darf und sein kann. Auf der Ecken, richtig? Auf der Ecken.de. Und das Ganze natürlich auf Camperland. Ich werde es verlinken. Camperland.de. Camper mit CamperLand zusammengeschrieben. Bitte schaut nochmal in die Videobeschreibung rein. Da ist auch dieser Platz hier verlinkt. Heute haben wir den 3. Juli 2023. Wir sind in Baden-Württemberg. Ja, ich wohne ja in Frankreich, aber das ist unser Nachbarland quasi, wenn man so jetzt so guckt, Elsass, Lothringen. Ich glaube, Frankreich nicht weit weg hier, oder? Eine Stunde. Ist man in Straßburg auch eine Stunde ungefähr? Ja, Stunde Straßburg ist ein Tagesausflug, kann ich sehr empfehlen. Vielen Dank fürs Einschalten. Auf der Ecken. Tschüss.